Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu einem kurzen Update begrüßen. Bitcoin momentan in aller Munde, die Schlagzeilen überschlagen sich, die Preise schießen in die Höhe. Ob Sie auf Facebook unterwegs sind, auf Xing, auf LinkedIn oder auch in den klassischen Medien, überall begegnet uns dieses Thema. Vorab gesagt, ich habe keine Ahnung, wo der Preis des Bitcoins morgen, übermorgen oder in 18 Monaten stehen wird. Ich möchte aber versuchen, das Thema in einen Portfolio-Kontext einzuordnen. Also wie kann die Betrachtung aus der Perspektive eines privaten Anlegers aussehen? Wie können wir das im Vermögenskontext berücksichtigen oder auch zu der Erkenntnis kommen, dass wir es nicht berücksichtigen? Zunächst sehen wir mal auf die Wertentwicklung und Sie sehen schon dargestellt in der roten Linie, allein das ist ja schon Grund genug, warum die Schlagzeilen heute so sind, wie sie sind. Sie sehen es hier, verschiedene Vermögensklassen im Verlauf des Jahres 2017. Rot der Bitcoin 1630% plus. Dagegen mit 20,6%, Sie sehen das hier unten, der globale Aktienmarkt auf Dollar-Ebene und naja gut, die Anleihen plus minus 0, Gold plus 8% in Dollar. Also das sind ja quasi Mickey-Maus-Bewegungen gegenüber der dramatischen Bewegung dieser Kryptowährung. Da wir alle nicht wissen, wo der Preis hingehen wird, versuchen wir das nun etwas einzuordnen. Und ich habe Ihnen hier mal mitgebracht, wie man normalerweise Vermögensklassen einschätzt. Am Ende des Tages ist das Geldanlagethema immer das Sammeln von Risikoprämien. Das heißt, ich bin bereit, ein Mehr an Risiko einzugehen. Dieses Risiko trägt eine gewisse Prämie und die Addition dieser Prämien ergibt eben einen Erwartungswert für das, was ich mit dieser Vermögensklasse verdienen kann. Vereinfacht gesprochen haben wir unser Tagesgeldkonto. Da ist die Verzinsung aktuell null. Wir wissen aber, solange die Einlagensicherung funktioniert, bekommen wir unser Geld nominal zurück. Einziges Problem, eben die Inflation. Bei null Zins und 1,8% Inflation ist die Gesamtrendite also negativ. Wenn ich bereit bin, aus der Einlagensicherung herauszugehen und mich in Wertpapieren zu engagieren, dann kaufe ich Staatsanleihen bester Bonität. Da habe ich zwar Preisschwankungen, je nachdem wie der Zins sich bewegt, aber alles in allem, wenn mein Emittent top ist, wie Deutschland oder der USA, dann kriege ich mein Geld auch zurück. Also Sie sehen schon, ich trage ein bisschen Preisschwankungen, habe ein kleineres Bonitätsrisiko. Wenn ich dann nicht die Staatsanleihe kaufe, dann kaufe ich die Unternehmensanleihe. Also ich gebe einem etablierten Unternehmen, die Sie alle kennen, deren Waren und Dienstleistungen Sie täglich nutzen, der gebe ich einen Kredit. Standardisiert am Kapitalmarkt erfolgt das über Anleihen. Zu den genannten Risiken der Staatsanleihe kommt eben das Bonitätsrisiko des Unternehmens hinzu. Und wenn ich mein Geld nicht einem Unternehmen gebe, das eine tolle Bonität hat, das über Jahre etabliert ist, dann bin ich vielleicht in einem Segment, wo die Bonitäten schwächer sind. Das sind die Hochzinsanleihen. Die werden mich mit einem höheren Ertragserwartungseffekt kompensieren. Also Hochzinsanleihen sollten höher notieren als Unternehmensanleihen bester Bonität. Im nächsten Schritt gehe ich aus der Ebene des Fremdkapitalgebers, der vorrangig vor den Eigentümern bedient wird, auf die Ebene des Eigentümers. Da bin ich Aktionär, ich kann mein Risiko gut streuen. Dann bekomme ich eben zu diesen Risiken, die ein Kreditgeber trägt, eine zusätzliche Prämie, weil ich bin jetzt Unternehmer. Sie sehen es hier, ich trage unternehmerische Risiken. Gründe ich dann mein eigenes Unternehmen oder beteilige mich an einem kleinen Unternehmen, dann kann ich mein Risiko nicht mehr streuen. Ich habe keinen Diversifikationseffekt mehr. Gegebenenfalls arbeite ich noch in diesem Unternehmen. Vielleicht kommt ein Kredithebel hinzu. Und das Ganze ist auch noch illiquide, weil ich kann es nicht beliebig verkaufen. Also alle Risikoprämien kommen hier zusammen. Und dann werde ich natürlich hier die höchsten Renditen verdienen können, wenn es funktioniert. Deswegen entstehen die meisten Vermögen auch aus der unternehmerischen Tätigkeit. Soweit, so klar. Und Sie werden festgestellt haben, beim Bitcoin haben wir überhaupt nichts, was wir hier einordnen können. Das heißt, wir haben einfach keine Ertragserwartung. Es ist eine reine Spekulation, wo der Preis hingeht. Und niemand von uns kann sagen, wo eigentlich der Wert liegt. Man kann es an den Mining-Kosten festmachen, aber auch die unterliegen ja Veränderungen, besonders in der Zeit, die wir heute haben mit dem starken technologischen und digitalen Wandel. Wie können wir Vermögenswerte noch einordnen? Ja, wir können uns verschiedene Dimensionen anschauen und die Übersicht, die sehen wir hier. Wir haben erstmal die Frage, habe ich einen laufenden Ertrag? Die habe ich beim Bitcoin nicht, aber das habe ich auch beim Tagesgeldkonto oder bei Staatsanleihen heute nicht mehr. Lediglich noch Dividendenrenditen sind ganz attraktiv, aber das sind auch andere Risiken als im Zinsbereich. Kann ich den Vermögenswert gut teilen? Kann ich ihn verkaufen? Ja, beim Bitcoin ist die Teilbarkeit ganz vernünftig gegeben. Klar, es ist ein digitales Thema. Die nächste Frage ist, wie ist die Inflationssensitivität? Also, wie empfindlich reagiert mein Vermögenswert auf eine steigende Inflation? Weil ich verzichte heute auf Konsum.
Also möchte ich das Geld zumindest so anlegen, dass wenn ich mir in 10 Jahren etwas kaufe, ich die gleichen Waren und Dienstleistungen kaufen kann wie heute. Also ist es inflationssensitiv? Kann es mit der Inflationsrate steigen oder diese überbieten? Ja, beim Bitcoin, das kann es mit Sicherheit. Das können aber Aktien und Immobilien auch. Und in Sachen Teilbarkeit, klar, haben wir schon genannt. Sichtbarkeit von Schwankungen des Preises, ja, auch das ist natürlich ein wichtiges Thema. Je stärker die Sichtbarkeit von Preisschwankungen, desto schwerer tut sich der Mensch. Wir mögen einfach keine Schwankungen, das ist ein bisschen evolutionär bedingt. Wer immer gewartet hat, bis das Rascheln im Bus sich herauskristallisiert hat, ob es ein Säbelzahntiger oder ein Eichhörnchen ist, der ist eben ausgestorben. Also wir sind eben alle auch die Generationen, die dann früh gerannt sind. Also Schwankungen sind Risiko, Risiko mögen wir nicht. Beim Bitcoin die Schwankungen exorbitant, das natürlich klar. Aber auch in anderen Vermögensklassen gibt es Schwankungen, aber die sind natürlich weit, weit, weit niedriger. Also auch hier gilt, die Dosis macht das Gift. Es ist was anderes, ob Sie ein Glas Wein trinken oder ob Sie eben eine Flasche Wodka trinken. Also hier kommt es natürlich auf den Inhalt an, die Dosis macht das Gift. Emotionale Bindung, klar, gerade bei den Kryptowährungen momentan ein kleiner Hype hier dabei, der uns hoffentlich nicht zu Fehlentscheidungen verleiten sollte. Vermögenswerte können wir grundsätzlich noch in eine Matrix einordnen. Wir nennen diese die Ypos-Vermögensmatrix und Sie sehen es hier sehr schön. Auf der rechten Seite sehen wir die Geldwerte, also stabile und kalkulierbare Zahlungen. Aktuell der Ertrag eben sehr niedrig. Auf der anderen Seite links hier haben wir die Sachwerte, also Aktien, Immobilien, Rohstoffe, Edelmetalle. Ich partizipiere eben an wirtschaftlichen Erträgen und Wertsteigerungen. Nicht beliebig vermehrbar. So. Beim Bitcoin, ja, er ist nicht beliebig vermehrbar. Das Ganze soll mathematisch eine Grenze haben bei rund 22 Millionen Stück, wenn ich richtig informiert bin. Aber Partizipation an wirtschaftlichen Erträgen, nun ja, einen wirklichen Ertrag habe ich ja nicht. Ich habe ja nur die reine Preisveränderung und die ist eben spekulativ. Und deswegen sehen Sie hier, den Bitcoin würden wir hier einordnen, nicht als Produktivkapital wie eine Aktie oder eine Immobilie, sondern als intrinsischen Wert, sowas wie Edelmetall zum Beispiel. Oder auch gerne der Unterschied zwischen dem Rohstoffpreis des Holzes und der antiken Kommode. Die Differenz ist der Wert, den man diesem Gut zubilligt. Und so sind wir, glaube ich, auch beim Bitcoin heute. Wir sind hier ganz klar in dem Bereich intrinsische Werte. Natürlich anders als beim Gold. Das hat eine Jahrtausende lange Historie. Aber die Welt ändert sich. Vielleicht guckt man in 500 Jahren zurück und sagt, was wollt ihr denn mit dem Metall? Die digitalen Währungen waren das doch Zukunftsthema. Also, niemand weiß es, deswegen eine klare Einordnung und am Ende des Tages, glaube ich, wenn Sie sich heute mit dem Thema beschäftigen, fangen Sie nicht an, unten sich mit dem Thema Bitcoins und Krypto zu beschäftigen, sondern fangen Sie oben an, wie sieht Ihre Vermögensstruktur aus? Was wollen Sie genau erreichen? Mit welchen Motiven wollen Sie etwas kaufen? Und wenn Sie nach diesem Video kein anderes Motiv sehen, außer der reinen Spekulation auf weitere Preisbewegungen, dann sind Sie, glaube ich, bei einem Punkt angekommen, der momentan ganz klar greift. Wir wissen momentan nicht, wo es hingeht. Und wer sagt, ich kaufe Bitcoins, weil ich mein Risiko diversifiziere? Weil Bitcoins laufen anders als Aktien, sie laufen anders als Anleihen, anders als Gold, anders als Immobilien. Den kann ich ermuntern, eine Bar in der Wüste aufzumachen mit seinen besten Freunden. Auch diese Bar in der Wüste wird ganz anders laufen als die Aktien- und die Anleihenmärkte. Dann haben Sie einen tollen Diversifikator. Ob sich diese Bar am Ende des Tages wirtschaftlich rechnet, steht auf einem anderen Blatt Papier. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.